So, liebe Wanderfreunde auf der ganzen Welt, die Crazy Wanderer sind wieder unterwegs. Wir starten heute von unserem Hotel im Rech in Pezza. Es geht los. Da oben, den großen Berg, da wollen wir hoch. Tour, 18 Kilometer. Achim ist schon ganz aufgeregt. Er ist heute schon um 5:30 aufgestanden. Wollte erst noch eine kleine Aufwärmrunde machen, hat er sich dann doch verkniffen. So, unser Wasserträger Tristan auch dabei. Letztes Mal hatten wir ja den Fehler gehabt, dass wir zu wenig Wasser dabei hatten. Diesmal haben wir auf jeden Fall genug dabei. So. Wie gehabt, wir werden halt nicht die komplette Tour aufnehmen, sondern immer nur kleine Abschnitte. Ich hoffe, wir werden viele interessante Passagen haben. Es wird nicht einfach sein. Das sind 1000 Höhenmeter, das wird sehr anstrengend sein. Ich habe Probleme mit den Knie schon seit der letzten Wanderung. Ich war zu dynamisch, bin immer viel gesprungen. Ne? Tat mir die letzten Tage ein bisschen weh. Ich hoffe, die beiden müssen mich da nicht liegen lassen. Also dann bekommt ihr natürlich das Video vielleicht nicht. Also von daher, so, ihr werdet ja sehen. Ich bin schon gute dreiviertel Stunde unterwegs. Das erste Verlaufen haben wir auch schon hinter uns. Wir haben die Stadt hinter uns gelassen und geht so langsam hier so einen steinigen Pfad nach oben. Wir sind alle noch gut bei der Sache. Ja, wir haben jetzt nur 830 Höhenmeter vor uns. 830 Höhenmeter, ja. Die werden wir schon irgendwie rumkriegen. Ja. Ich hoffe, die werden jetzt die ganze Zeit nicht so sein hier. Wir haben ja eine Treppe, ne? Wie ein Wanderweg. Ja, gut. Wir werden sehen. Wie soll das sein? Unsere erste größere Pause. 966 Meter Höhe. Das schlaucht. Ja, das waren jetzt auch 50 Meter, so 80 Meter ein Stück. Ja. Und Tristan, heute schwitzt du auch, ne? Heute schwitze ich auch, ich bin klitschnass. Vielleicht stimmt das doch, dass du letztes Mal nur kein Wasser hattest zum Ausschwitzen. Ich war wahrscheinlich von Anfang an schon dehydriert. Das kann schon sein. Ja, hier geht's gleich rum und dann geht's weiter. Schaut euch das an. Das sind noch 700 Meter. Nicht ganz. 650 Meter noch. Aber nein, die machen wir in 20 Minuten, bin ich für. Wir sind doch die Crazy Wanderers. Ja, aber crazy, aber in anderen Sinne, ne? Nicht die Lebensmühlen. Solange ich kann, muss ich doch laufen. Thomas rechnet fest damit, dass wir in die zweite Hälfte runtertragen. Anders geht die. Runter kommt sie immer, wenn ich mich runterrollen lasse. Ja, da. 1200 haben wir geschafft. Das heißt 400 Meter noch. Wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit, muss ich sagen. Muss eingestehen. Bin ein bisschen forsch hier die Treppen hoch, die Stufen. Ja, erste Schutzhütte erreicht. Ja. Wie sieht's aus? Ja, ein bisschen moderig, würde ich sagen. Hier war schon lange keiner mehr. Also hier möchte ich auch nicht unbedingt übernächtigen. Nein, das darf man nicht. Wir gehen weiter. Tristan, oder du musst vorher sauber machen hier. Na gut. Dann geht es weiter. Aber hier kannst du ein bisschen Holz hacken, wenn einem ein bisschen. Genau. Feuer kann man nicht machen, aber der Aussichtspunkt kommt noch. Ja, dann
mache ich mal weiter bis zum Aussichtspunkt. Achtung! Ja, ich habe gesagt Achtung! Gucken. Hoffentlich schmecken sie. Hier, es wird nicht gegessen auf der Tour. Ach, sieh ja schon. Oh, dann mal gucken hier. Was hast du? Au, oh, ja. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einmal so rum, der ist dahinter, ne? Die Spitze. Ja. Kommt genau ran. Dann geht nochmal ein gutes Foto machen. Ja, schlecht sieht das hier nicht aus, ne? Oder was sagt ihr? Super Wanderwetter haben wir heute. Muss ich sagen. Super Wanderwetter. 1300 Meter. Es wird kühler. Man merkt das langsam. Es ist auch überall noch Schnee und Eis vorhanden auf den Wegen. Macht das Ganze natürlich ein bisschen mühsam für unseren Wasserträger. Aber er hält sich wacker. Ich muss sagen, er hat alles im Griff. Ne? Der kann in unsere Fußstapfen treten. Aha. Vor allen Dingen hat er noch 20 Jahre Vorsprung. Ne? Wir haben 20 Jahre Vorsprung. Naja, aber wir haben 20 Jahre nichts gemacht. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir sind ja erst 20 Jahre nicht einarbeiten. Wir sind ja erst 2-3 Jahre dabei. Ja, so. Also wie gesagt, ist ein bisschen mühselig hier. Aber wir sind dran. Wir sind auch sehr... sehr gut in der Zeit. Vielleicht machen wir eine Planänderung und gehen den Rückweg über Stintlermühle. Ach, das wäre natürlich, ja gut, wenn wir gut in der Zeit sind. Und das wäre der Talweg, den ich gemacht habe. Ja, wenn der Kammweg. Kriegen wir vielleicht noch 25 Kilometer. Da haben wir mal gucken. Dann natürlich echt. Dann müssen wir uns dann natürlich einen Bus nehmen nach Petzer. Ja, gut. Gehen wir natürlich hin. Wollen wir mal gucken. Denke ich auch. Also Geld haben wir ja. Geld, ich habe auch Geld dabei. Also. Weil das macht natürlich viel Spaß, beim Kampf zu gehen. Ja. Ja, ja gut. Christian, ja, du bist natürlich dafür, oder? Ja, tierisch. Ein bisschen gut. Wasser trinken. Wie viel waren das jetzt noch, Achim? 200 Meter? 200 Höhenmeter. Wir sind hier auf. Ja, lass mich gucken. Meter, also etwas über 200 Meter müssen wir noch. 92, also 220 Meter noch. Ja. Sieht es eigentlich schon so. Aber das, ja, die Höhe, die wird ganz schön steil. Da müssen wir zwischendurch wieder Pausen machen. Da ist ja, das wird sehr anstrengend, der Aufstieg. Ja. Ja. So, dann lass uns mal weiter. Thank you.
schöner kleiner See mit einem Wasserfall. Da sind die Zuflüsse. Oh, sind ja welche Fische hier? Das sind Bierdosen. Ja, Bierdosen sind hier drin, na super. Na komm, Achim, wir gehen. Das ist die Mama wieder. Unser Kamerakind. Ganz gut, dass wir Wasser dabei hatten. Ansonsten sind wir eigentlich egal. Das ist Tristans typische Aussage. Oh, ist mir eigentlich egal. Was soll ich denn sagen? Es könnte 5 Kilometer kürzer sein. Das wäre ganz nett. Wenn wir jetzt schon im Hotel wären. Aha, das schneide ich raus. Ist nicht besonders motivierend.